Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Adventure Maps. Jupp, ja. Alles klar, es fängt natürlich an mit dem Creeper, der uns hochjagt und ich hab grad irgendwie Scheiße, weil Moment nochmal, irgendwie nichts geht. Das geht gar nicht. Moment. Ich habe nämlich ich habe das inzwischen auf F8 und F8 ist leider diese verkrüppelte langsame Sicht. Mach nochmal, das geht gar nicht. Moment. Ja, und ja, wir nehmen jetzt zusammen auf, also chill mal kurz, Junge. Ja. Ich habe schon angefangen. Ja, das Problem ist nur, bei mir ist die Zahl, jetzt ist es wieder auf F9. So. Okidoki. Ja, uns hat natürlich gleich mal ein Creeper hochgesprengt. Wir machen jetzt Adventure Mode. Du nimmst noch auf? Ja, ich nehme auf. Ganz dreist einfach weitergemacht und ich mache jetzt auch weiter. Und ja, das ist schon schön, dass man am Spawn gleich mal vom Creeper hochgejagt wird. Sieht man auch an meinem Leben ein bisschen so. Ja. Und folge dem Licht, ich würde sagen... Das tun wir einfach mal. Gell, wir fangen gleich mal an. Ich bin schneller. Ja, weil du rennst, ich will mein Futter sparen hier. Ach ja, hier startet euer Abenteuer. Sollen wir da rein oder erst umgucken? Ich komme überhaupt nicht rein. Geh mal raus. Muss ja irgendwie gehen. Regeln betreffend kommt vielleicht noch was irgendwie, hoffe ich. Hoffentlich. Oh, was ist das hier? Schön. Ah ja, gut, das ist typisch. Ach, du heilige Scheiße. Willkommen zurück. Ich habe euch gestern bewusstlos im Wald aufgefunden. Deswegen habe ich euch hier hingebracht. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ihr könnt euch hier ausruhen, bis es euch wieder besser geht. Eure Sachen, die ihr dabei hattet, habe ich in die Truhe gelegt. Ich kann sie nicht verwenden, verdammt. Gute Besserung. Priester cool. Lässt er. Fail. Warte, ich mach dich auch mal schnell OP. OP. Vielleicht geht's dann. So. Kannst ja, du? Jetzt geht's. Okay. Ich nehme die rechte Seite. Jo. Meins. Schöne Sachen. Leder. Warum kriege ich eigentlich ein Bett? Und warum ein... LOL. Okay. Ich beschwere mich nicht. Können wir vielleicht noch gebrauchen. So, you can only sleep at night. Ja, ich warte, weiß, da mach ich haben mal. Wir gerade zufällig Nacht gleich wieder? Oh, ja, jetzt. Zufällig haben wir wieder Nacht? Nein, noch nicht. Okay, lol. 60.000. So? Um ehrlich zu sein, ab 18.000 ist Nacht. Okay, slash time set 18.000. Oder kurz nach 18. Ja, guck, sag ich doch. Lol, dann ist too many items irgendwie verpackt. Das sind 24.000 für einen Tag. Ja, und dann müssen wir es halt eingeben, ganz einfach. Geht da auch mit dem Eingeben. So, sieht eigentlich schick aus und ich würde mal sagen, hier geht's hoch. Ich bin in der Kirche. Liebe Gemeinde, ich befinde mich gerade auf einer Missionarsreise. Priester Lester. Deko. Natürlich, er weg, aber findet uns, natürlich. Deko. Ich würde es auch Deko nennen, um ehrlich zu sein, wenn man das zum Buch hier verwenden kann, wenn man genug gelevelt hat, aber ich meine so ein Verzauberungstisch. Was steht da? Notenunterkünfte. Notunterkünfte. Achso, da waren wir. Ja, genau. Folgt dem Weg und ihr werdet Erlösung finden. Erlösung! Erlösung geht auch anders. Erlösung geht auch einfach in den Tod rennen. Genau. Die 10 Gebote. Erstens, keine Blöcke zerstören oder setzen. Ja. Oh. Nur Survival Mode Schwierigkeit. Mal. Keine Blöcke anzünden. Ja, geht nicht. Craften ist erlaubt. Ah, craften. Folge dürfen. Den Anweisungen auf den Schildern. Ja, das machen wir gerade. Das Töten anderer Spieler ist verboten. Okay. Und Hacks sind ebenfalls nicht erlaubt. Ja. Aber Zeit zurückstellen werden wir wohl können. Ja, wenn wir ich denk ein Bett schon. Finden und spiele diese Adventure-Karte niemals alleine. Okay. Haben wir schon gemacht. Machen wir schon und habt Spaß. Ja, versucht die Gebote einzuhalten. Cool. Die letzten zwei waren voll improvisiert, glaube ich fast. Aber egal. Ja. Friedhof, denke den Toten. Tom Hübbeke, Lara, Fragezeichen, Eb, Claudia achtet, Fossek. Nein, Rolfo. Kevi. Okay. Geil. Die Namen sagen mir jetzt gerade nichts. Ich weiß nicht, ob die mir was sagen sollten, aber
Egal. Der Weg geht ja jetzt hier weiter. Ja, los. Der Weg führt scheinbar in den Fels hinein. Vielleicht eine Geheimtür. Was ist das für ein Schalter? Dieser Baum sieht irgendwas irgendwie anders aus. Ja, ich glaube ich auch, dass der Baum irgendwie anders aussieht. So zufällig so Zeug vorne dran hängen. Cool. 1 0 1 0 1. Ja, irgendeine. Ja, das ist, ich glaube, das ist wieder nur Platzhalter irgendwie so. Ja. Ich mal, weil es könnte ja eine Binärzahl sein oder so, aber das interessiert mich jetzt eigentlich nicht, hoffe ich. Gehst du Spieler 2? Ja, ganz spontan, schon so. Du stehst links, ich stehe rechts und ich drücke mal den Knopf. Ich will auch. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ich auch. Ich werde ertrinken. Nein. Willkommen, Objekt 2. Ey, diese Portal-Klauer hier. Ja. Dies ist eure erste Prüfung. Erste Prüfung Vertrauen. Ah ja, gut, das gehört sich auch nach Portal an, oder? Checkpoint. Kann es sein, dass die erste Prüfung in Portal, ja, auch... Warte mal, ich kann ja auch ganz einfach so machen. So, dann schlafen wir mal kurz. Kann es sein, dass die erste Prüfung im Coop von Portal auch eine Vertrauensfrage war? Ja. Zufällig? Ja, ganz zufällig. Noch seid ihr nicht aufeinander angewiesen. Früher oder später werdet ihr aber voneinander abhängig sein. Ja, das kann man sich vorstellen. Ist ja auch eine Adventure-Map. Das Vertrauen in andere ist wichtig. Vertraut mir. Vertraut auch dir selbst. Oh, scheiße. Ich will nicht sterben. Oh. Oh, wer hätte sowas erwartet? Ich bin gesprungen, bevor ich es gesehen habe. Das war wohl nichts. Erste Prüfung bestanden. Weiter. Yay. Aber... cool. Das gibt's doch nicht, dass man hier gleich reinspringen muss. So. Dumm ist nur, ich hab... abgekackt! Das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, wir fangen gut an. Ich lass einfach mal... Ich glaube, ein Schwert braucht man gar nicht. Ich mach einfach mal weiter hier so. Schnell mal hinterher wieder. Du hast deine Sachen verloren. Ja, das ist scheiße. Ja, aber das wird jetzt keine Rolle spielen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie dünn das Zeug ist. Da bin ich einfach drüber gesprungen. Was? Die Decke ist zu komisch irgendwie. Bin ich es nicht mehr gewöhnt, hier in Minecraft solche problematischen Wege lang zu laufen. So, erstmal hier durchgefallen mit 2 Schaden. Dann hier ohne Probleme. Das geht auch ohne... Alter! Bin ich scheiße? Bist du gut? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Komm schon, das ist nur ein Block zwischendrin. Ja, ja. Geschafft. So. Okay. Checkpoints schon wieder. Okay. Yay. Was ist in den Kisten drin? Yay, neue Versorgung und so. Oh ja, cool. Ich leg. Dann bin ich wenigstens nicht so gern das Scheiße dabei hier. War zwar jetzt schon super der Anfang, ja, ja. Aber egal. Weiter. Spider-Pig! Nein, Spider-Ente, wenn dann. Ja, mein Ciao. Spider-Ente. Cool. Ja. Der Bauer hat sich wohl gedacht, was zum Teufel hier ist, so ein Graben in der Höhe, unten. Egal. Mach ich halt Glas draus. Ja, 2 Minecarts, die Frage ist, warum sind es 2? Ich nehme mal lieber noch einen. Mit. Ja. Du musst... Fahrt und bleib bitte die Fahrt über sitzen. Okay. ja. du weißt schon... Ach so, da ist ein Knopf, der wahrscheinlich nur angeht, wenn beides drücken. Ja, oh, genau. Oh, cool. Kann es sein, dass Soundeffekte mir noch nie untergekommen sind, weil ich seit 1.6 keine Minecarts mehr gebaut habe? Ja, kann sein. Weil die Soundeffekte kamen mir wirklich neu vor. Ja, ich glaube, bei dir drüben ist auch noch so eine Brechplatte. Oder auf. Du musst einfach nur da rein und... Hey, cool. Das ist gut, ja. Das erinnert mich auch an Portal. So, und jetzt hier entlang springen, was? Ja, gibt's einen Weg hoch? Ja, gibt's. Das ist schon mal in Ordnung. Ja, so. Den brauche ich jetzt. Ich bin drüben. Oh. Na, nee, es geht noch hoch. Ja, wir müssen nach oben. Rübergehen ist ja einfach. Oh Mann.
Au. Oh, ich hab's geschafft. Mein Gott. Wohin hast du es geschafft? Da oben ist ein Dispenser. Ich bin ganz oben. Ja, ich habe eine Druckplatte. Warte mal, muss ich wieder runter? Hä? Irgendwas hat sich bei dir getan, glaube ich fast. Ja, Weil ich genau. stehe jetzt auf der Druckplatte. Dispenser kann man verwenden, ist nichts drin. Ist ja in Ordnung. Geh noch mal runter. Ich stehe auf der Druckplatte. Ja, geh noch mal runter. Lol. Irgendwie hört sich das an, als ob bei dir unten was aufgeht oder so. Nö. Hast du irgendwo eine Druckplatte oder irgendwas derartiges, wo du drauf gehen kannst? Nö. Ah, warte mal, mach noch mal. Ah, Ich hab da warte mal. irgendwas bewegen sehen hinten. Ja, ich muss da hinten hin. Ja, da oben ist was offen. Ein Apfel. Wow. Was hilft mir das jetzt? Verarschen? Jetzt bin ich noch mal runtergefallen, um diesen scheiß Apfel zu holen. Sollen wir bitte die verkackte Tür aufbekommen? Also da unten ist so eine Redstone-Lampe, die man wegkloppen könnte, wenn man dreist ist. Aber Da ist auch nichts. ich sehe nichts. Okay. Und bei dir oben ist wirklich nichts. Nein. Oder? Ist ja voll mysteriös. In dem Dispenser ist auch nichts. Da oben ist auch nichts in der Mulde. Es öffnet sich aber zwei Sachen. Mach nochmal. Ja, ich höre es auch, dass sich zwei Sachen öffnen. Bei dir drüben vielleicht noch was? Ja, ich sehe nichts. Ah. Da ist doch kein Knopf. Warte mal. Mach mal noch. Da ist kein Knopf. Nö. Da ist kein Knopf. Naja, müssen wir schauen. Oh. Was ist bei dir sonst noch so? Ja, bei mir ist leider gar nichts. Hast du überhaupt... Ich sehe von mir aus gar keine Tür bei dir. Nein, aber da ist so ein Loch in der Wand, da kann ich durchgucken. Wo? Bei mir ist so ein Loch in der Wand anstatt eine Tür. Aua! Wie wär's, wenn du durch dieses Loch in der Wand einfach so einen Apfel oder sowas durchschmeißt? Hinten dran ist eine Holzdruckplatte, auf der man es aktivieren kann. Ja, wenn ich hinkomme, mache ich das gerne. Ja, wenn du fällst hier, die den kurzen Sprung, weil auf Holzdruckplatten kann man ja was draufschmeißen, aber auf Steindruckplatten ja nicht. Zu weit? Nein. Lol. Ja. Tut sich da was oder tut sich da nichts? Nichts, aber ich habe vielleicht auch gar nicht getroffen. Jetzt müsste ich aber... Hallo? Dann spam halt mal irgendwelche Items da durch. Das wird jetzt auch nicht so schlimm sein, oder? Ja, mache ich gerade. Porkchop. 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 Nur scheiße, dass sich halt die Items stacken lassen. Da hinten sind aber noch ganz viele Schalter und sowas. Autsch. So, ich gehe jetzt mal wieder hier durch. Den unteren Weg entlang. Die Ecke werfen. Ja, müsstest du durchgehen und dann aktivieren oder so. Ach, hier ist offen. Ja, da ist ein Loch. Ich werf gerade alles ab, rein, was ich hab. Ich sehe es. Da kann man wohl nichts machen. Out of ammo. Was meinst du, darf ich mal hier aufmachen, hier mittig? Warte. Ja, jetzt übertreibst du nur. Da ist Naja, nichts. da ist keine Druck, da sind Schalter wie Sau, du hast einfach nur alles durchgeschmissen. Das macht jetzt auch Sinn. Da Wie oben wäre ist es, wenn du auch. es einfach so machst? Fail. So machst? Nö, da kommt man gar nicht hin. Warte mal, ist da Da ist überhaupt eine... wirklich nichts, das kann man. Das sollte aber einfahren. Vielleicht hat das falsch verkabelt oder sowas. Ich weiß nicht. Ich gebe dir mal ein schönes Diamantschwert zurück hier.
Das Holz ist auch noch deins. Das war auch dein. Wie, du hast einen Kompass? Ja, den hatte ich am Anfang. Komisch. Ich bin halt nicht verbrannt. Ach so, Max. Ich hatte eine Uhr, du hattest einen Kompass, das ist falsch. Ach so, okay. Ja, pf, keine Ahnung. Bei dir ist aber auch nichts. Ich sehe hier oben auch keinen Grund, irgendwas zu tun. Theoretisch müsstest du ja hier als erstes rein. Weil wo da war? Ist eine. Ja, du müsstest hier durch die Tür eigentlich, theoretisch. Ja, und da hinten dran ist wieder eine Druckplatte, mit der man was aktivieren kann, aber das Problem ist. Wahrscheinlich machst du mir dann hier auf. Ja, ich sehe halt hier nichts, super. Warte kurz. Geh nochmal kurz in Creative und schau mich hier um. Vielleicht wäre da irgendein Schalter rausgekommen im Dispenser, damit du das an die rote Wolle klatschen kannst und dann durchlaufen kannst. Nee, das wäre zu einzelnen Spieler. Bei dir drüben vielleicht, irgendwo. Macht mir am meisten Sinn, weil. Au. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Junge, schwebt doch halt durch die Lüfte. Ja, ich. Hallo. Ich will jetzt hier nicht 5 Stunden hängen. Oh, dann gebe ich mir einfach einen Schalter und dann ist gut. Da ist wirklich nichts. Naja. Du hast einen Schalter. Yippie. So, also wir haben jetzt ganz, ganz normal, also. Ja, ich jetzt geht's nämlich auch auf. Ich weiß nicht, warum die immer alles verkacken, aber irgendwie ist es immer verkackt. Hört sich logisch an. Die Zeit läuft, ihr habt 1 Minute Zeit. Oh scheiße. Dein Partner mit P-A-T-N-E-R natürlich, ja, muss den Code eingeben, den du finden musst. Schafft ihr es nicht, dann war das jetzt hier eure letzte Prüfung und los. Erst wenn man den Schalter aktiviert wahrscheinlich. Du musst mir irgendwie. Ja, also ich aktiviere den Schalter hier erstmal noch nicht. Ich mache jetzt mal ganz. Naja, den muss ich aktivieren, um da reinzukommen. In den Raum, ja okay, also aktiviere ich ihn. Also los geht's. Ja. Irgendwas. Wie viele Stellen hat der Code? Fail? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 andere Farben habe ich hier. Okay. Was von diesem Scheiß hat 6 Zahlen? Das hier, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Was? 1? 1? Was? No, sag nochmal, 1, 1? 1, 1, 0, 1, 0, 1. 1, also die ersten 0, 2 1. An, dann 1 nichts, dann wieder. Ja, ja. Weg hier. Was war das? Ja, boom. Ah, cool, da unten brennt's. Zum Glück bist du auf der Seite, Luke, weil du hast die schwerere Aufgabe gerade, glaube ich. Du musst da entlang laufen und ich hab hier oben was? Nichts, ich hab einen Platz zum Umgucken, das ist ja schon interessant. Oh. Kann ich hier ein springen überlaufen? Auf ah, ja. Eigene Gefahr. Okay, klingt logisch. Alter, wenn du irgendwas aktivierst, kann ich da oben an irgendwas drankommen, glaube ich fast. Ja, ich muss hier aber um Sachen rumdopsen, die mir. Alter Vater. Bloß nicht was sagen, ja. Ich habe einen Schalter. Ich höre einen Dispenser. Ich höre ja auch einen. Aber sehen tue ich keinen. Ich komme runter. Huhuha. Nein. Nein. Abgesoffen? Abgefackelt? Ja. Abgefackelt. Super, wo bin ich? Oh Mann. Jetzt bin ich ganz da hinten. Ah, das geht schon. Ich flieg mal schnell zu dir. Du. Ah, da geht's nicht lang. Mach hin. Scheiße, Mann. Ich will da jetzt nicht unbedingt runterfallen, aber irgendwie gilt es, einen Dispenser zu finden, oder? Ja. So, ich bin wieder da. Tja. Vielleicht muss ich hier unten rum. Da ist nämlich auch noch eine Leiter. Ja, die ist wahrscheinlich da, wenn du daneben batschst, dass du wieder hochkommst. Hm. Ja, daneben batschst. Gerade wo du es gesagt hast, hör auf sowas zu sagen. Ja, ich meine jetzt nicht daneben batschen auf den Grund von dem Teil hier. Ist hier oben irgendwas, was einem weiterhelfen könnte? Ganz logisch mal.